Ja, Leute, herzlich willkommen. Ich melde mich mal wieder an alle Clubfans, an alle Nürnberg-Fans. Ich bin mal wieder am Start nach 2 Monaten. Es gab jetzt vor einer Woche gab es ein kleines Video, so ein kleines Short-Video mit Fußball. Jetzt geht's wieder los. Ab heute geht's wieder los mit regelmäßigeren Videos. Das kann ich euch jetzt schon mal versichern. Es wird hier wieder losgehen. Also abonniert gerne den Kanal, wenn ihr Nürnberg-Fans seid. Ab jetzt geht's wieder los. Und heute gibt's ein Video. Heute gibt's das Video. Heute werden wir, ja, wir können leider nicht über das Testspiel so viel sprechen, weil es ist nicht viel passiert. Es ist nichts passiert in Sachen Toren. 0:0 gegen Krakowia oder Grachowia. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Aus Polen, dem polnischen, nicht Meister, sondern polnischen, Pokalsieger. Ein 0:0. Trotzdem werde ich mit euch ein bisschen über dieses Spiel sprechen und ich werde auch mit euch über den Ligastart sprechen, was in dieser Saison alles möglich ist für unseren ersten FC Nürnberg. Und wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Vielleicht packen wir ja die 10 Likes und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt rein in dieses Video. Und wir werden mal ein bisschen über das Spiel sprechen und ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht geschaut, aber ich habe vieles gehört. Und ja, man hat gehört, dass das Spiel überhaupt nicht gut war, also von beiden Seiten nicht gut war. Sowohl wir als auch Krakowia kaum Chancen im Strafraum gehabt. Also vom Spielerischen her haben beide Teams nicht überzeugt. Nürnberg hat die letzten 10 Minuten, hat auch Markus Weinzierl gesagt, schon nochmal ein bisschen Druck gemacht, aber ja, so richtig torgefährlich wurden wir auch nicht. Und das muss sich natürlich ändern. Ja, das ist klar, die Torgefährlichkeit muss zunehmen, sonst ja, wird es echt schwer für uns überhaupt die Klasse zu halten in der Rückrunde, sage ich euch ganz ehrlich, obwohl wir aktuell auf Platz 11 sind, weil torgefährlich müssen wir sein. Ja, wir haben in der Hinrunde viel zu wenig Torgefahr ausgestrahlt in vielen Spielen. Das muss sich natürlich jetzt in der Rückrunde deutlich verbessern, deutlich ändern. Und ich glaube auch, dass sich das ändern wird. Ich glaube, die Mannschaft hat genug Potenzial, dass wir deutlich mehr Torgefahr ausstrahlen können. Und das erhoffe ich mir auch. Heute in dem Spiel hat man von Torgefahr von beiden Mannschaften nichts gesehen. Sowohl Grachowia als auch wir, der SFC Nürnberg, haben keine Torgefahr ausgestrahlt. Ein bisschen mehr, wie gesagt, in den letzten 10 Minuten hatten wir ein bisschen mehr Torgefahr. Aber es ist auch nicht so, dass man sagt, ja, das hätten wir jetzt gewinnen müssen, das Spiel, dieses Testspiel. Ja, die letzten 2 Testspiele waren ja wirklich richtig gut. Gegen Schalke haben wir gewonnen, 0:1, und dann haben wir gegen einen tschechischen Gegner, weiß ich nicht, wie der heißt, haben wir gewonnen, 2:1. Gegen Schalke 0:1 und gegen den tschechischen 2:1. Und ja, jetzt haben wir 0:0. Wenigstens haben wir das Testspiel nicht verloren. Ich glaube, das ist gut, dass wir das Testspiel nicht verloren haben, weil das wäre nochmal blöd gewesen. Jetzt haben wir noch ein Testspiel und dann. Ja, geht es in 2 Wochen die Bundesliga-Saison wieder los. Zweite Bundesliga-Saison natürlich. Wäre schön, Bundesliga. Ich freue mich natürlich sehr, dass die zweite Bundesliga ja wieder startet. Von diesem Testspiel heute, finde ich, kann man vieles mitnehmen. Ein bisschen was mitnehmen von den Testspielen der letzten Spiele, finde ich. Von den Testspielen, von den letzten 3 Testspielen kann man wirklich viel mitnehmen, finde ich. Man hat auch offensiv, vor allem gegen den letzten Gegner, ein gutes Bild gezeigt. Heute jetzt nicht mehr so, aber man kann definitiv etwas mitnehmen aus diesen Spielen. Und ich hoffe auch, dass das die Jungs tun werden. Etwas mitnehmen aus diesen Spielen. Und ja, genau, Leute, das war's mit dem Video. Ich wollte nur sagen, jetzt bin ich wieder öfters am Start. Jetzt gibt es wieder mehr Videos. Jetzt wird es wieder die Woche ein paar Videos geben hier auf dem Kanal. Es wird natürlich auch, wenn die zweite Liga wieder startet, wieder regelmäßig auch Videos geben, Analysen und Vorberichte. All das wird wieder losgehen. Und es gibt auch mindestens einmal in der Woche News-Updates über den Verein, die aktuellen News rund um das FC Nürnberg, was alles passiert ist in der Woche und so. Da werde ich dann immer ein Video machen am Samstag oder Sonntag, damit ihr wisst, was es alles passiert in der Woche. Und genau, verschiedene Videoprojekte. Also, Leute, das war es mit dem Video. Schönen Samstag noch. Und dann sehen wir uns bald schon im nächsten Video. Vielleicht sogar schon morgen. Mal schauen. Also, wie man sieht sich. Haut rein. Ciao.